Ja, Hallihallöchen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warcraft. Und ja, wir sind hier direkt in einer neuen Inni wieder. Uldaman diesmal. Der Sieg ist nahe. Und ich bin gespannt. Hier kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ich weiß gar nicht, war die gut oder war die schlecht? Keiner. Oh, was ist das denn? Den Instanzeingang oder was? Naja, gut. Dann hauen wir sie mal weg hier. Und was hat er wieder vergessen? Die Glyphen, richtig. Und was hat er noch vergessen? Natürlich zu gucken, wie man den Schurken spielt. Aber ist ja nur Lowy Indie hier und so. Von daher ist das ja völlig wurscht. Sind ja hier, um Level zu machen und nicht um da zu spielen hier. Beziehungsweise spielen zu können. Sonst, das wäre ja albern. So, was haben wir denn hier für Leute bei mich natürlich? Dann jemand von Blackmoor, noch jemand von Blackmoor aus einer Gilde sogar, noch jemand von Blackmoor aus einer anderen Gilde und jemand von Blackrock. Also 3/5 der Gruppe kommen von Blackmoor. Verstehe, verstehe. Um das alles mal statistisch ausdrücken zu können und so. Ich glaube, das war so eine elendlange hier, wenn ich mich nicht ganz vertue. Oh, das ist der... Ah, hier gab es ja Oil of Olaf, soweit ich mich erinnere. Wer das nicht kennt, der ist selber schuld. Das ist irgendwie so ein... Ich hoffe, ich kriege das, dann ergaune ich mir das mal allein schon... Für den Style. Wollen wir mal gucken. Na, looten. Na. Schade. Ah, hier ist ja noch einer. Ein Zwerg. Mit einem Wikingerhelm. So, so. Das ist aber ein hartnäckiger Zwerg mit einem Wikingerhelm. Was ist denn da los? Haut ihn um, Leute. Welche Pandaren sind die denn hier? GZ übrigens. Oh. Oh, oh, oh. Alles mal hier auf Gear. Wo geht's denn jetzt weiter hier? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich renne einfach mal der Pandarenfrau dahinterher. Zumindest einer von den beiden. Im Grunde genommen sind wir ja drei. Ein fulminantes Paket hier. Dann habe ich genau. Scheiße. Fulminant falsch benutzt, wollte ich sagen. Kennt ihr das, wenn ihr so Worte benutzt, wo ihr eigentlich gar keine Ahnung von was die heißen? Naja, passiert mir nie, aber ich habe gehört, es soll so Leute geben. Ist das ein Boss hier oder was? Kick. Ha. Hast du gedacht, Blitzschlag, nix. Wenn wir auf der Karte gucken hier, ah ja, das schien wohl, boah, wie viele gibt's denn hier? Dachte ich mir doch, das wird so eine ewig lange da. Aber naja.
gibt ja auch schon Erfahrung, ne? Genau ein Viertel haben wir. Wollen wir mal sehen, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ach ja, hier musste man ja diese zwei Teile zusammensetzen. Und dann da irgendwo reinstopfen. Ach, haben die jetzt schon gemacht? Ja, wunderbar. Brauchen wir uns da zumindest nicht mehr drum kümmern. Finde ich gut. Oh, machen wir mal die Heilungsdinger hier weg. Das ist ja nervig ohne Ende. So. Und jetzt sollten die eigentlich auch schon schnell umfallen. Ja. Oh, oh. Da ist er. Stirb, du Sau. Jetzt stehlen wir die Geheimnisse der Schöpfung, aber hart. Wenn du nämlich brennst, brennst in der Hölle. Zack. Oh, Rest abgeben. Wunderbar. Und direkt eine neue. Was ist das denn? Ein Knüttel. Wie der wohl aussieht. Knüttel ich halt. Wie man sich so einen Knüttel halt vorstellt, ne? So ein Knüttel und dann so ein längeres Knüttelteil und am Ende nochmal ein Knüttellicht dran. Wie hören die sich denn an, wenn die sterben? Das ist ja lustig. Eine Würger-Fledermaus. Die würgen wir jetzt zu Tode. Zack. Und das sind ja direkt ein Basilisk. Und da kommt auch schon, meine Damen und Herren. Er hat uns gesehen. Hauen wir ihn weg. Hauen. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Oh. Das wird knapp. Das wird knapp. Uiuiuiuiuiui, meine Damen und Herren. Puh. Weiter geht's, keine Zeit verlieren hier, keine Zeit verlieren. Nächster Jahr drücken Basilisk. Oh, da ist man kaum da, da ist er schon kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott. So muss das vorangehen hier. Und wo lang jetzt? Oh, da verlieren wir Zeit, da verlieren wir Zeit, meine Damen und Herren. Uiuiui, da lang, ja, okay. Da ist noch eine Fledermaus, die hauen wir weg. Das ist gar kein Problem für uns. Weiter im Text, weiter im Text. Wir müssen uns beeilen. Ja, nicht zum Spaß hier. Oh, unsere anderen Teammitglieder machen schlapp. Was ist da los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Gruppe trennt sich, die Gruppe trennt sich. Oh, 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 das ist nicht gut für die Gruppen, für den Gruppenzusammenhalt. So, weiter geht's hier hoch, jo, oder da, okay. Ich habe ja keine Ahnung, wo es hier lang geht. Oh, die rennen in eine komplett andere Richtung. Die sind hier falsch. Hinterher, hinterher, schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, Turbo. Wir dürfen sie nicht verlieren, dann sind wir hier am Arsch. Nachher fahren wir nicht mehr nach Hause zurück, das kann ja wohl auch nicht wahr sein. Und GZ da rein. Level up. Wir sind bei 50%. Haben also schon ein Viertel wieder in dieser Innie gemacht. Und da ist schon der nächste Boss. Ist das ein Boss? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal nach. Ja, scheint was zu sein. Und da schrumpft er da schon runter. Weg, meine Damen und Herren. Das ging schnell. Direkt looten. Aha. Brauchen wir das für eine Quest oder was? Ich habe keine Ahnung. Können wir die Tür öffnen? Ich mach mal auf hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ein episches... Oh. Das scheint der Ausgang zu sein. Da wollten wir nicht hin.
Ja, auch sowas passiert, da verläuft man sich schon mal Turbo rein und den anderen hinterher. Die wissen natürlich genau, wo es lang geht. Ich nicht, weil ich bin ja ein Lappen. Huch, was ist das denn? Skorpione, Skorpione! Alle kriegen ein Level up, nur wir nicht. Ich fühle mich langsam ausgegrenzt. Was ist da los? Oh, kommen wir jetzt zur Schattenschmiede oder was? Zumindest sind die Schatzschützen. Scharfschützen der Schattenschmiede. Mein Gott, ein Zungenbrecher. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Dann kriegt er einen Keks. Nicht von mir, aber von irgendwem bestimmt. Ich hau in die völlig falsche Richtung, aber das macht ja nichts. Sieht ja eh keiner. So, und die nächsten System. So. Hier kann verdammt sein, soll es wohl Zwerg. Da droppen die grünen Sachen. Die kommen nur so rausgeflogen. Aha. Aha, schon wieder ein Boss. Mein Gott. Ein Boss nach dem anderen hier. Wie machen wir den Geilgang hier? Ah, gefickt. Oh, oh, oh. Ich muss hin. Hört vor. Ne, hä? Ach. Aufgeschissen. Einfach umfahren. Was denn? Blenden wir den mal. Zack, hat den irgendwie nicht interessiert. Oder haben wir den Feuerhammer? Hä? Was hat er denn jetzt gemacht hier? Egal, hinterher. Da scheiden sich die Geister. Wo müssen wir lang? Dem hinterher da, ich habe keine Ahnung, mal gucken. Nee, hier scheint richtig zu sein, hier scheint richtig zu sein. Denn da ist der Endboss. Oh mein Gott, da haben wir es ja gleich schon direkt geschafft. Wunderbar, wunderbar. Hier noch ein paar Steintrocks umkloppen. Auch auf Turboart. Oh mein Gott, die haben Verstärkung gerufen. Damit haben wir natürlich jetzt nicht gerechnet, das ist fatal. Aber wir konnten uns aus dieser misslichen Lage doch nochmal heil herausziehen, mehr oder weniger jedenfalls. Oh, jetzt schicken sie die Muskelprotze. Die fahren langsam die harten Geschütze auf, ja. Die schweren natürlich. Die harten Geschütze. So, weiter geht's, weiter geht's. Geomanten. Ha, du kriegst den. Oh. Shit. Ich wollte gerade sagen, du kriegst den Feuerball nicht mehr durch, aber das war ein Trugschluss. Und da ist der Endboss. Blitzschlag. Ist das nicht derselbe von gerade? Ich weiß. Der sieht zumindest so aus, und ich meine, der Name kommt mir auch bekannt vor. Cambridge Lark gekickt, meine Damen und Herren. Zack, schrumpfen. Kann ich nicht kicken, weil kein, wie auch immer das heißt, war schon. Lederbuchs, aber wir haben ja die Level-Schose da an. So. Ach ne, da kommt ja noch einer hier. Ha! Mensch. Auf dem Weg natürlich noch 50.000 von diesen komischen
Ja, was soll denn eigentlich sein? Fehlgeboren? Nein, das wäre gemein. Also den Fehlgeboten gegenüber. Sind halt Steintrops. Wie komische Neandertaler sind dort, ich habe keine Ahnung. Immer schön looten hier. Oh, wir haben noch ordentlich Beutel hier, dann machen wir die auch alle mal auf. Ja, so, was soll der Geiz? Sind wir hier richtig? Nee. Wir verlaufen uns ja ständig. Das meinte ich mit. Die ist so groß und doof und. Ach ja. Ich hoffe, wir kommen nicht allzu oft rein, weil die finde ich irgendwie scheiße. So ein, zweimal ist ja okay, aber da wird es auch langsam doof, ne? Okay, könnt ihr schon diese epische Atmosphäre spüren, jetzt so kurz vorm Endkampf. Na, nicht? Ich auch nicht. Wollt euch nur mal testen. Ach, ist der, ach so, das ist schon der Boss. Ich warte hier auf. Naja, gut. Ach da. Also ich jetzt. Ja. Oh, ein Sternengehüter. Den hat der Endboss oder was? Aber wir haben noch keinen Erfolg gekriegt, oder? Nicht noch einer immer? Hm, bin mir nicht sicher. Laufen wir mal den anderen hinterher und gucken. Turbo an natürlich. Uah, scheiße. Jetzt haben wir natürlich ein Rückdings. Wisst schon, was ich meine. Stellen sich uns wieder Gegner in den Weg, aber die hauen wir doch weg. Das ist doch gar kein Problem. Gucken, ob jetzt noch ein Boss kommt. Weil den Erfolg haben wir noch nicht gekriegt. Ich meine, das dürfte auch noch nicht ausgewählt werden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Weiter geht's. Ah ja, genau, da oben. Oh, da haben wir einen. Sehr schön. Folge 41, Stufe 41. Wir sehen, das zieht sich jetzt schon ein bisschen länger durch. Gucken, ob wir auf Stufe 90 und Folge 90 sind. Aber ich denke, irgendwann haben wir so viel EP, dass sich das nicht mehr ausgeht. Da kann man wohl nichts machen. So. Ah ja, da kommt gleich der Endboss, genau. So war es ja. Ich habe jetzt übrigens schneller reiten gelernt in der Pause und ja. Ich muss sagen, wir sind schneller unterwegs, bringt uns jetzt in den Inis nichts, aber mein Gott. Man bringe mir den Boss. Diesen elenden Narren. Ach, der kann doch nichts hier. Next. Ja, sehr gut, da kommt er direkt. Keine Zeit verlieren. Schnell umhauen.
Sehr schön, sehr schön. Der weiß gar nicht wohin und so. Der ist voll verwirrt. Was ist hier los? Was ist hier unten? Was? Ja, so kann's gehen, Kollege, so kann's gehen. Ist das der letzte? Ne, ich meine, da kommt noch einer nach, oder? Geht das denn hier noch? War das doch nicht der Endboss? Oh mein Gott. Da brüllen wir schon vor Zorn, merkt er. Aha. Jetzt gehen wir in den Keller oder was? Na, ich bin gespannt. Streckt die Waffen nieder, ihr Zwerge. Ihr habt doch eh keine Chance gegen die geballte Panda-Power. Glaube ich. Er sieht zumindest gut für uns aus. Jetzt kommt der Endboss. So, das habe ich zwar schon fünfmal gesagt, aber ich hoffe, diesmal stimmt's. Warum sagt der WTF? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich wollte doch sagen, irgendwie so ein großer wollte, sollte, musste und so, ne? Kann ich drücken? Ich drück mal. So. Ach, ja wir. Was ist ein Problem damit? Ach, halt doch den Rand. Schickt ja auch noch hier seine Schergen auf uns. Das ist er weg. Quest abgeben. Sehr schön. Kann man noch eine Quest annehmen hier oder was? Oh, oh, oh. Was? Platin. Okay. Was macht das jetzt? Wir müssen irgendwas in Erfahrung bringen. Ja gut, dann bringen wir mal. Huch. Wie bei Star Wars hier. Ist ja lustig. Mein Gott. Ganz ehrlich, wer liest sich denn den Quatsch durch? Falls ihr das lesen möchtet, könnt ihr zwischendurch Pause drücken. So. Cool, das ging ja schnell. Und Quest abgeben. Immer noch ein Erfolg. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut da rein, schaut da raus und so weiter und so fort. Bis morgen.